So, erst einmal Servus miteinander. Heute gibt es eine Spezialsendung. Das ist nicht der Real Zampal heute, sondern der Real Carrie. Ich habe zwei Lieblingsautoren. Einer ist der Michael Moorcock und der andere war oder ist der Andrew Wex, der ist jetzt verstorben am 27. Dezember letzten Jahres. Und ich habe da ein wenig was zum Song über ihn, beziehungsweise ich will ihn euch vorstellen. Der hat ja einiges zum Song gehabt und in seine Geschichten auch verarbeitet, was er in echt da erlebt hat, meine ich. Er hat sich ganz dem Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt beziehungsweise Missbrauch eingesetzt. Er war Anwalt. Und hat da teilweise, was man so hört, auch für umsonst gearbeitet, wenn es ihm am Herzen gelegen ist, dass eben Sachen richtig gestellt werden oder dass man da was tun kann eben in gewissen Fällen. Und in seine Bücher da hat er sich teilweise aus Racheengel quasi ja betätigt. Ich höre da gerade Judy Henske, weil ich lies eben ein Bierchen von ihm und da wird die öfter erwähnt. Der hat sich so ein ganz quasi Universum aufgebaut. Seine Liebe zu Hunden, das ist eigentlich mit der Punkt oder der Grund, warum ich Real Zampal mache. Das hat mich inspiriert. Hat seinen Fokus auf andere Rassen gehabt, also nicht so sehr ein Sausage Dog, wie man auf Deutsch sagt, sondern er hat Kampfhunde gern mengt, Dobermänner, Pitbulls etc., die kämen in die Geschichten auch immer wieder vor. Und ihm geht es halt darum, dass er betont, die Hund wären so, wie man es erzieht. Ja. Und das ist eben bei Menschen genauso. Das war sein ganzes Wirken, sein Leben und das hat er in die Geschichten auch immer wieder vorkommen lassen. So seine Überzeugungen, da ist er dazu gestanden, gell. Finde ich beeindruckend, das ist für mich auch ein Vorbild in gewisser Art und Weise. Er ist am 19. Oktober 1942 in New York City geboren. Das war sein Start. Die meisten Geschichten spielen er in New York City. Ich trinke da gerade mal einen Pfefferminztee. Und er ist eben da gestorben, am 27. Dezember 2021. Ich muss das auch so machen. Ich bin in Trostberg geboren. Und ich hätte es so gern, das ist, gefällt mir immer so gut, wenn er steht, eben da gestorben, eben da. Also auch da halt. Das muss ich mal schauen, ob das irgendwie machbar ist. Vielleicht je älter ich wäre, desto öfter wieder nach Trostberg rein. Dann länger aufhalten dort, vielleicht was Gefährliches mal machen oder was. War ich auch nicht. Aber vielleicht kriege ich sie. Ja, sei es drum, gell. Was auch beeindruckend ist, der Andrew Wex, der war in Biafra. Der hat versucht, Hilfsgüter über eine Landroute quasi an die Bedürftigen zum Bringen. Ich glaube, das ist dann alles schiefgegangen, beziehungsweise da war alles komplett dicht. Die haben ihn nicht durchlassen, beziehungsweise es ist nicht gegangen. Ich meine, das war die Regierung, die da sämtliche Hilfsmaßnahmen unmöglich gemacht hat. Ich weiß das schon auch noch, das war... Also ich weiß zu meinen Lebzeiten quasi nicht, aber ich meine, das war in die 60er, 70er, späte 60er. Und das war eine humanitäre Katastrophe. Ich denke, das hat ihn auch brutal geprägt. Und das kommt in die Bücher auch ständig vor. Also er ist ja eigentlich sein Hauptcharakter, der Burke. Schlussendlich hat er dann auch ein Auge kaputt, wie es er gehabt hat, aber von Kind auf schon, also der Andrew Wex hat aus Kind schon, ja, ich meine, das Auge hat er ausgeschlagen gerückt oder was. Ja, hat er meistens Augenklappen
aufgehabt und das ist auch sehr typisch für ihn, beziehungsweise da kennst du ihn dann gleich. Und ja, ich habe immer nicht gewusst, wie man seinen Namen richtig ausspricht, gell. Ich habe mir gedacht, da sage ich es jetzt Borisch oder was, Wachs, wisst ihr, was Wachs ist? Wenn was Wachs ist, also da geht man barfuß, zum Beispiel über Storndeln oder am Waldboden oder was. Und da haben da so Zweigerl oder so, das tut jetzt nicht direkt weh, wenn man geht, aber da muss man jetzt so vorsichtig gehen. Das ist dann Wachs. Man dachte, ja, ist Wachs oder was. Aber ich glaube, Wachs ist also nicht wie Vaccination oder was, aber nein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, gell? Da gehen wir jetzt gar nicht drauf ein. Auf jeden Fall seine Bücher, das ist die sind größtenteils im Genre des Hardboiled Krimis zu finden. Es sind halt mehr oder weniger so wie Detektivgeschichten, aber ganz brutale oder also die klassischen waren ja wohl in die 50er. Raymond Chandler ist so ein ganz klassischer Vertreter mit seinen Geschichten. Da gibt's noch mehrere andere. Meistens auch verfilmt worden. Die Verfilmungen sind's mir meistens nicht so. Aber kann man sich auch schauen. Also ich lese halt lieber. Das gibt mir mehr. Und das Genre, das finde ich halt grundsätzlich super. Aber mir waren die Geschichten teilweise so unrealistisch, beziehungsweise die Figuren einfach, ja, mei, wenn's aus die 50er ist, geht, das kommt da aus Menschen, die 2020er teilweise ein bisschen gar seltsam vor. Und dann haben wir gedacht, jetzt lies mal irgendwas Zeitgenössischeres vielleicht. Und der Kumpel, der hat mir dann Andrew Wax empfohlen und das ist genau das, also da, wo ich drauf hängerblim bin, das ist genau richtig, finde ich. Also in dem Genre, wenn es realistisch sei, soll dann und ein bisschen moderner, es spielt viel in die 90er, sage ich mal, 80er, 90er, spielt brutal viel. Das erste Bier hier hat er in die frühen 70er geschrieben und versucht rauszubringen. Bomb, Bild in Hell. Ich hab's nicht, leider. Ich weiß auch nicht, ob man es leicht kriegen kann, weil es eben auch schon um die 50 Jahre her ist jetzt. Dass das irgendwie verlegt oder eben auch nicht verlegt worden ist. Ich meine, das ist sogar vielleicht nie rausgebracht worden, weil die Verlage gesagt haben, das ist zu unrealistisch. Da geht's um Schulmassaker und in die 70er, da hat man das noch nicht für realistisch gehalten, dass das passieren könnte oder was. In die 90er hat man es dann besser gewusst. Ich bin in die 90er in die Berufsschule gegangen und mein Englischlehrer, der war vorher drüben in Amerika, eben in einer Stadt, wo ein Schulmassaker war, der hat uns damals da erzählt davon. Und ja, offiziell war ja immer der Marilyn Manson dran schuld, was passiert war, der Manson war es wieder. Ist natürlich ein Schmarrn, aber das leichter Schuldiger gefunden und da muss man sich halt nicht mehr mit die Leute irgendwie abgeben oder schauen, was da wirklich feit. Freilich ist der Manson vielleicht jetzt in gewissen Teilaspekten des Lebens ein wenig seltsam oder anders oder ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Aber das merkt man ja, ich meine, wenn ich die Musik höre und ich hab's auch gehört in den 90er, ich höre es teilweise jetzt noch, da muss man ja nicht irgendwas machen. Also versteht's, was ich meine, gell? Von dem her ist für mich der wahre Grund für Schulmassaker irgendwo anders zu finden, da die mal sagen. Und ja, das hat damals in die 70er halt noch keiner geglaubt, dass sowas mal geben könnte, gell. Und dementsprechend ist er erst Bier hier, ich glaube, lang abgelehnt worden oder sogar immer. Das war jetzt nicht, ich hab's mir noch nie rausgesucht. Es ist, glaube ich, auch nicht so eine typische Geschichte von ihm. Typisch wird's dann bei die ganzen Hardboiled-Klassiker eben mit seinem Burke-Charakter. Der ist vielschichtig und einfach, also der ist sein Racheengel, sage ich jetzt mal, den hat er aufgebaut und da den lässt er schön aufräumen. Der
Ja, ich denke, er hat sich da teilweise abreagieren müssen, weil was du da bestimmt im Sektor des Kinderschutzes mitkriegst, egal ob in Amerika oder Deutschland oder sonst wo. Und wenn dann wieder was falsch läuft, also da wärst wahrscheinlich dann auch mal ein wenig ungehalten, dass du sagst, da muss ich mir jetzt abreagieren oder was. Also ich glaube, seine Bier hat dann einfach auch so eine Therapie gewesen für Jam selber, dass er sagt, da muss ich einfach mal denen meine Meinung geigen oder ich muss das rausbringen, was meine Gedanken dazu haben. Und er hat es immer gut verständlich gemacht. Also kommst schon drauf, was er meint, gell? Das sind immer auch so wie Vergleiche oder was. Habe jetzt letztens Kurzgeschichten. Born Bad heißt das Bier hier, das sind Kurzgeschichten von ihm gelesen. Die haben immer ja mit so einem Überraschungseffekt, sage ich mal, oder wie sagt man, mit so einer Wende in der Geschichte. Und du weißt dann schon, auf was er anspielt. Also vielleicht weiß man es besser, wenn man schon seine Romane gelesen hat. Aber ich finde es auf alle Fälle interessant und sollten alle Leute verstehen, Kinder, wenn es mengen. Ja, genau, dann höre ich da mal ein wenig Trudi Henske, habe ich vorher noch gar nicht kennt. Wie gesagt, das ist da so ein Ganze, er hat da nicht nur in der Literatur mitgewirkt und eben seine ganze Erfahrung und seine Vorlieben und Dinge mit eingebracht, sondern auch in der Musik eben. Da kommst immer wieder auf neue Sachen, wenn du die Bücher liest, was dann auch eben an Musik hören kannst. Und das ist ganz interessant. Ich finde, ja gut, der Blues ist mir nicht immer so, aber wenn es euch taugt, also auf alle Fälle interessant und man kann ja mal über den Tellerrand schauen, gell. Also, wer auf Hunde steht, besonders auch Kampfhunde, und das Thema, also das Thema seines Lebens quasi auch nicht scheut, weil es ist ja nicht immer ganz schön oder was. Und halte ich da das Mikro zu, ne? Ich habe nämlich da einen Daumen gerade da platziert. Es ist an krasse Geschichten einfach. Es ist nicht schön. Also man soll sich das nicht irgendwie so vorstellen wie so Harry Potter oder was. Es ist halt einfach hardboiled und ja, Happy Endings oder Happy Ends gibt's ja schon. Aber auf die harte Tour meistens. Ja, das wollt ihr euch irgendwie mit auf den Weg geben. Ich habe jetzt nicht wirklich alle Geschichten für ihn gelesen bisher. Ich sammle immer ziemlich unorganisiert, muss ich sagen, was ich gerade in die Finger kriege, das ließ ich das Kaffeemarkt gerne gebraucht, weil ich finde, der Bier her, also ich ließ ja nur physische Bier hin, ja. Nicht irgendwie mit dem Ding, weil ich gar nicht, wie das so heißt, so ein Bredel da. Ja, genau, und so Bierchen, die kriegst du ja gebraucht teilweise ganz gut. Auf Englisch ist halt so eine Sache, da musst du es da dann schicken lassen, aber mache ich ja eh. Die Burke-Romane, da kann ich eigentlich alle empfehlen, da habe ich ja fast alle gelesen. Momentan lese ich Down in the Zero, das ist im Mann von 94. Da kann man dann auch schon also Handys, Smartphones, nein, nicht Smartphones, Handys, also so, wie hat man die früher genannt, Handy, ja, Cellular Phone auf American English, kennt man da auch schon vor, die ganzen modernen Technologien haben eigentlich auch schon am Start und gut, er hört natürlich Musik mit, ich glaube, einem Plattenspieler oder irgendwas, das kommt halt noch vor oder jetzt auch Disketten und so Sachen, da ist nur die Rede davor. Wenn das stört, der soll jetzt vielleicht nicht lesen, aber es ist grundsätzlich, ich meine, wer in den 90er gelebt hat, für den ist das ja Usus. Dass da einmal ja Kassetten vorkommt oder Plattenspieler oder irgendwas. Das ist ja auch kein Problem. Ja.
Genau, und er hat Moni einmal an einer Batman-Geschichte oder an einem Comic geschrieben, aber auch eben über sein Thema wieder. Leider habe ich das Comic nicht da. Müsste ich mal suchen danach. Also ich bin jetzt nicht so ein komplett irrer Sammler, der alles sofort braucht, aber nach und nach wird die Sammlung halt größer. Definitiv größer als beim Michael Moorcock, muss ich schon mal sagen. Da habe ich ein ganz Regal voll, das ist nur Zeug von Moorcock, also bevorzugt natürlich die Elric-Sachen und Hawkmoon und Eric Cosi und die ganzen Klassiker. Genau. Und da habe ich auch ein paar Comics und was halt alles so gibt, gell. Das sind meine zwei Haupt, Autoren, die sammeln dann. Also da gebe ich ja nichts mehr her. Und ich habe ein Originalautogramm von beiden Autoren und von Andrew Wex ist bei mir im Beer Sacrifice drin. Ich habe das gebraucht gekauft und da war Original, also mit Kugelschreiber vom Andrew Wex. Das hat mich auch voll gewundert und natürlich sehr gefreut, muss ich schon mal sagen. So leicht kommen wir da nicht an Autogramme und wenn jemand verstorben ist, dann schon gar nicht mehr. Das werde ich auf alle Fälle in Ehren halten, das ist schon klar. Also wenn es euch interessiert, dann schaut's es euch an. Ich schreibe es mal auf oder ein paar Links dazu oder was. Und das Thema ist ja auch nicht ganz aus der Welt, in meinem Fall beziehungsweise in unserem Ort. Da kann ich euch auch was verlinken. Mag jetzt gar nicht so drüber reden, beziehungsweise ich habe da auch nicht viel mitgerückt, aber ich war damals in der Zeit eben mit dabei. Ja, wurscht, ich verlinke euch mal was. Und ich ja mal ein wenig weiter, Judy Henske, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt oder nicht, das ist immer so, muss man halt gucken. Manche Sachen sind cool und andere, ne, da ist irgendwie, finde ich manchmal nicht einen Zugang dazu, aber es ist auf alle Fälle interessant, da euch mal empfehlen. Opa. Und in anderen Bier kämen andere Musiker auch vor oder andere Genres teilweise, aber es geht schon so in die Richtung Blues Money meistens. Und es gibt da Lieder, die extra für den Wax beziehungsweise die Geschichten geschrieben und gespielt worden haben. Da gibt's Mania Platten oder CD halt, ja. Oh, da müsst ihr mal danach suchen. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich nehme das ganz spontan da auf. Ich werde jetzt dann noch Sport machen. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle eine gute Zeit. Wir sehen uns demnächst zu einer normalen, kurzen Episode wieder. Ich habe noch ein paar Sachen vor mit die Hunde. Ich weiß nicht, ob die Kreativität ausreicht, das regelmäßig zu machen, beziehungsweise ja die Lust. Wenn ja, dann hört's noch mehr von mir und wenn nicht, dann mache ich vielleicht was anders oder ja, mal gucken. Auf alle Fälle bis demnächst und euch eine gute Zeit. Servus.